Gott schütze dich, Heinrich. Fritz. Na, du Lump. Na, selber, du Lump. Was die Prügelei mit Elias angeht. Woher zum Geier weißt du davon? Euer bester Freund hat die Sache geregelt. Im Ernst? Wer? Sicher. Ihr müsst bloß zu Elias gehen und ihm versichern, dass ihr die Schulden begleicht. Das vergessen wir dir nie. Ehrenwort. Danke. Wie gefällt es dir hier in der Mühle, Fritz? Bestimmt besser als in der Mine. Hier ist es schlimmer als in Scarlet. Dort konnte man sich hin und wieder aus dem Staub machen. Aber hier... Warum aus dem Staub machen? Hier gibt es keinen Wendel. Nein, aber der Vormann hier ist ein noch größerer Arsch. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das kannst du ruhig glauben. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen und ihn im Fluss ersäufen. Ersäufen? Was hat er euch denn getan? Es geschah an unserem ersten oder zweiten Tag hier. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und haben uns geprügelt. Plötzlich schubst mich dieser Hundskerl in den Fluss. Ich bin fast ersoffen. Wie bist du rausgekommen? Du kannst nicht schwimmen. Sie haben mich rausgezogen. Ich war bis zum Bauch im Wasser. Verstehe. Da wäre ich auch verdammt sauer. Willst du es ihm heimzahlen? Und wie ich das will. Das alles hier ist mir scheißegal, aber der Bastard verdient eine Tracht Prügel. Ja, weiß ich nicht. Was ist mit den anderen hier? Sind die auch so schrecklich? Der Müller ist ein alter Narr. Er glaubt Thomas jedes Wort. Es ist hoffnungslos. Dann wäre da noch seine Tochter. Sie ist ein hübsches Mädel mit einem guten Herz. Aber was kann sie schon tun? Nichts. Aber das hält Matthias nicht davon ab, ihr den Hof zu machen. Wie auch immer. Thomas ist die Wurzel allen Übels. Glaubst du, er ist eifersüchtig? Ist sie seine Liebste? Vielleicht macht er ihr schöne Augen, aber meistens stolziert er herum wie ein Pfau. Ich glaube nicht, dass sie das Problem ist. Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Könnt ihr euch vielleicht irgendwie einigen? Nie im Leben. Matthäus hofft es, weil es ihm hier gefällt. Es stimmt schon, die Arbeit ist besser als in der Mine. Aber der Lohn ist schlechter. Was habt ihr also vor? Wollt ihr abhauen? Vielleicht. Aber davor will ich Thomas anständig verbleuen. Ich meine so richtig. Bin ich dafür noch und zu haben? Du glaubst, das hilft? Vielleicht. Vielleicht bringt ihn das zur Vernunft. Oder er hat dann zu viel Schiss, um sich weiterhin mit mir anzulegen. Ja, vielleicht. Wieso überredest du ihn nicht zu einem Kampf? Wenn wir gewinnen, lässt er uns in Frieden. Oder... Was? Oder wir locken ihn fort und lauern ihm dann auf. Wir könnten ihn zu Lorenz locken, auf eine Partie würfeln. Dann müsste er durch die Wälder. Ich denke darüber nach. Ja, ich denke darüber nach. Ich brauche etwas Hilfe. Ich bin jetzt der Vogt von Pribislawitz und... Der Vogt, Nun, dero Gnaden... Ich würde gerne helfen, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich wollte dich noch etwas wegen Thomas fragen. Ich gehe mal lieber. Gespräch beenden. Ich halte es nicht so viel davon, zu dritt den Thomas aufzulauern und zu verprügeln. Das können sie gerne zu zweit machen, da brauchen sie mich nicht dafür. Sind groß genug. Hey, Heinrich! Na, Matthäus? Wie ich höre, habt ihr es hier nicht leicht. Hast du mit Fritz geredet? Ich wette, so hat er es nicht ausgedrückt. Ja, nicht ganz. Abgesehen von Thomas' Namen gab er fast nur Schimpfwörter von sich. Das glaube ich sofort. Die ganze Woche schon muss ich mir das anhören. Der Vormann ist aber auch ein Quälgeist. Er will uns entweder zerschinden oder zwingen zu gehen. Ja, dann geht doch. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Tja, fang hier an, dann wirst du schon sehen. Und was tut er den lieben langen Tag? Packt er mit an? Der war gut. Er beobachtet immer nur alle und fasst die Säge nur an, wenn der Müller auftaucht. Was nicht allzu häufig vorkommt. Warum? Neulich hat er sich fast den Daumen mit einem Meißel abgehackt. Eine Axt würde ich ihm auch nicht in die Hand drücken. Er ist also ungeschickt und arrogant. Das habt ihr auch über euren letzten Vormann Wendel gesagt. Ja... Aber bei ihm konnten wir uns zumindest ab und an mal vom Acker machen. Das geht hier nicht. Vom Acker machen. Also die beiden
Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Abhauen? Eigentlich würde ich gern noch ein Weilchen bleiben. Hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit in einer Mühle gefallen könnte. Aber nicht, solange er hier ist. Und ich kann mich bei niemandem beschweren. Du schon. Ich? Du glaubst, sie würden auf mich hören? Haben sie doch schon einmal, oder nicht? Wegen dir haben sie uns eingestellt. Du könntest versuchen, mit ihnen zu reden. Aber da reichten Versprechungen. Das hier ist schwieriger. Vergiss übrigens den Müller. Thomas musst du überzeugen. Der Müller schätzt seine Meinung sehr. Also wirst du uns noch einmal einen Gefallen tun? Na schön, ich rede mit ihm. Danke. Das kann ich machen, ja. Aber mach ihn nicht sauer, sonst redest du gegen eine Wand und erreichst nichts. Ich merke es mir. Ich sag's mal so, also von den beiden mit dem Fritz, den Fritz würde ich, glaube ich, gar nicht in Pribislav jetzt haben wollen. Die beiden können eigentlich getrennt. Und der Matthäus, glaube ich, der kann auch ordentlich was arbeiten. Alles Gute. So, wo ist jetzt dieser Thomas? Reden wir mal ein Wörtchen mit dem. Alter Thomas, okay, komm her. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Ich habe etwas anderes gehört. Sie beschweren sich also, wie? Ich gebe ihnen zu fressen und sie liegen auf der faulen Haut. Ist es nicht der Müller, der ihnen zu essen gibt? Der schafft das doch alles nicht mehr. Wenn ich nicht wäre, wird die Mühle nicht mal mehr stehen. Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und sie sind geschickt. Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber... Die Mine wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Ja, ich bin bei Fritz und Matthäus nicht mehr sicher, ob die beiden nicht einfach wirklich faule Hundlinge sind. Komm, wir sorgen mal dafür, dass sie die Julia in Ruhe lassen und ordentlich was arbeiten. Sicher. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Wenn Sie Ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich Ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wehe, wenn nicht. Sag Ihnen das. Lebewohl. Tja, Matthäus. Du bist mir der Vernünftige von beiden. Ich möchte nochmal wegen Thomas fragen. Er treibt euch ständig an, oder? Wenn das bloß alles wäre. Nie ist er mit unserer Arbeit zufrieden und immer findet er einen Grund, uns anzubrüllen. Ich verstehe. Kannst es dir sicher vorstellen. Wir tun zu wenig und brauchen zu lang und unsere Kost ist mehr wert als die Arbeit, die wir verrichten. Macht keinen Spaß, diese Scheiße von früh bis spät zu hören. Und den Müller stört das Gemecker nicht? Merkt er denn nicht, dass der Vormann einfach nur ein Miesepeter ist? Nein, er traut diesem großmäuligen Bastard mehr als uns. Und deswegen hält er uns für Schmarotzer. Verstehe. Das Dumme ist nur, dass wir hier wirklich gebraucht werden. Die Mühle ist stark heruntergekommen. Aber mit dem Kerl in der Nähe kann man nicht vernünftig arbeiten. Bist du dir ganz sicher, dass ihr ihn nicht dazu provoziert? Ich hab's dir schon mal gesagt. Er ist ein Arsch. Ich bezweifle, dass wir etwas dagegen tun können. Wenn er uns anschreien will, tut er das auch. Habt ihr versucht, mit ihm zu reden? Was glaubst du denn? Gerade das bringt ihn in Rage. Er sagt dann, wir wären nichts anderes als Banditen. Ja, Fritz bringt alles in Rage. Fritz in Rage, der dann anfängt zu brüllen und...
Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr 1 oder 2 Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Vergiss es. Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl, der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. €175. Mir wäre lieber, er hätte mich ausgebildet. Ich brauche Arbeiter für Pribislavitz, das machen wir mal irgendwann anders. Ich bin mir bei den beiden nicht mehr so ganz sicher. Also beim Fritz bin ich mir ziemlich sicher, dass der echt ein fauler Hund ist. Kann ich mir im Dorf eigentlich derzeit nicht gebrauchen. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg nach Ratei. Und dann werden wir uns mal wieder ordentlich in Stand setzen. Kaufen und verkaufen. So, schauen wir nochmal, ob ich hier richtig bin. Ja. Also können wir natürlich auch mit der Theresa mal wieder was unternehmen. Das sollten wir dann auch. Ja, ich glaube, wir Badehaus. Na, wir reiten jetzt direkt in die untere Burg, gehen ins Zimmer dort und dann werden wir in Ratei nochmal alles unternehmen, damit wir wieder ein passabler Ritter sind, weil wir sind ja dermaßen runtergekommen. Schauen wir uns ein bisschen Geld verdienen und dann überlegen wir uns, wie und wo wir weitermachen. Ich denke mal, es wird fast schon wieder Zeit, dass wir uns dann langsam um den Ritter kümmern, der ja noch in Sasau, glaube ich, im Wirtshaus ist. Ja. Jetzt reite ich falsch, gell? Das Holz für der Lager kenne ich doch. Da drüben ist Ratei. Gut. Ja, alles wieder aufstocken, auch Reparatursätze. Wobei ich leider dazu tendiere, die ständig zu vergessen. Ich habe meine Ausrüstung. Ich müsste jetzt nicht zwingend nach Ratei, wenn ich es nicht versäumt hätte, meine Ausrüstung so runterkommen zu lassen, wie es jetzt gerade derzeit ist. Das ist nicht schön. Ich jetzt hier noch richtig. Ja. Nicht. Ja. Alles reparieren lassen. Kommandolager steht noch an. Ja, aber so langsam lichten sich die Reihen der einzelnen Quests wieder. Ich denke mal, wir können mit der Hauptstory dann noch langsam wieder weitermachen. Neues Pferd brauche ich. So viel ist sicher. Fühlt sich an, als wenn wir hier schon ewig nicht mehr waren. Pferd ist fast platt. Mal ein bisschen langsamer machen. Ja, Pebbles wird alt, man merkt es ihm an. Ja. Ein neues Pferd, denke ich, ist dringend angeraten. Vielleicht gibt es irgendwas. 100 Pfund mehr, das wäre schon mal was. Im Pesche könnte ich auch mal wieder wetten. 100 Groschen auf Turniersieg. Was war das Preisgeld beim Turnier? Auch 400 Groschen. So um den Dreh, oder? Plus ein Ausrüstungsgegenstand. Und ein bisschen Übung würde mir auch nicht schaden. Also der... Ich bin schon ein wenig eingerostet, was meine Kämpfe wieder anbetrifft. So. Da sind wir endlich wieder daheim. Bin gespannt, wann ich mich dann in Pribislavitz daheim fühle. Derzeit ist einfach die Infrastruktur noch zu schlecht. Das Pferd packt immer noch mitten hier drin. Das ist das Pferd vom Ratzek, glaube ich, oder? So.
Haben wir hier im Schloss noch irgendwas zu tun? Hier haben wir noch einen Aktivitätengeber. Was wäre das denn für eine Aktivität? Das kann ich mir noch anschauen. Es ist ja noch früh am Tag. 14 Uhr hier. Ist der da unten? Sieht fast so aus, oder? Ja, wir werden natürlich jetzt hier auch noch einige Leute von den Skalitzern natürlich auch noch nach Pribislavitz holen. Ist das der Questgeber? Sieht fast so aus, oder? Gott schütze dich. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Anscheinend nicht. Sigismund ist wohl mit den tschechischen Herren im Krieg. Alles Gute. Ist der Schwein der Christ-Questgeber? Hier liegt doch keiner mehr rum. Ich kann mich dann immer noch entscheiden, dass ich die Aktivität nicht mache. Der ist es auch nicht, der Bettler. Das ist der Landstreicher. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Ich habe meine Meinung geändert. Aus Skalitz bin ich, ihr guten Leute. Ihr habt's mir anders überlegt. Helft euren Nachbarn. Ja, wirklich? Nun gut. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Waschen Mist genommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen. Das war das. Hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Nein, danke. Such dir wen anders. Ich hab mich wieder erinnert. Die Pest soll dich holen, dich und deine Nachkommen. Schimpft sich Christ und verweigert seinem Nächsten die Hilfe? Zeig Gnade. Was bleibt mir armem Weg? Tja, dem werden wir auch wohl keinen Job anbieten. Würde ich sagen, kümmern wir uns einfach jetzt dann um. Ist das hier mein Ort? Schlafen, speichern. Aber wo ist denn jetzt hier die Kiste? Da ist sie. Wunderbar. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Zeitsprung gemacht. Genauer gesagt einen Tag, denn ich habe mir erlaubt, mich mal um mein Inventar zu kümmern. Ich habe viele Dinge verkauft, ich habe mal wieder in der Kiste aufgeräumt, ich habe in den Satteltaschen aufgeräumt, habe viele Sachen verkauft, ein paar gekauft und wir können mal schauen, wir haben derzeit 6000 Groschen in der Tasche, das ist wieder jede Menge und ja, ich glaube, das wäre einfach zu viel gewesen. Ich bin jetzt noch ein kleines bisschen überladen, das liegt daran, falls ihr euch noch erinnern könnt, ist schon sehr, sehr lange her, ich hatte ja mal das Problem, dass ich mal einen Bug ausgelöst hat und dadurch einige Gegenstände für nicht mehr, ja, ich sag mal, nicht mehr greifbar bekommen habe. Ich konnte sie nicht verkaufen, ich konnte sie nicht reparieren, ich konnte gar nichts damit machen. Die schmeiße ich jetzt hier einfach hier runter, dann sind sie mal weg, weil die haben natürlich mein Inventar in der Kiste auch wahnsinnig zugemüllt. Ob falsch, wir schmeißen weg, fallen, ach ui, das muss etwas länger dauern, fallen lassen, alle fallen lassen, können wir mal sehen, ob dann irgendwelche Flüchtlinge dann später mit kumanischen Klamotten rumlaufen. Getränke, Wein, billig. Also alles, was hier gelb ist, ist verbuggt. Mit den Gegenständen kann ich eh nichts mehr anfangen. Von daher erlaube ich mir jetzt einfach, die zu spenden. Vielleicht können die Skalitzer damit was anfangen. So. Weg damit. Ja, das war mal ein ewig. Ich bin ganz überrascht, wie viel es dann doch war. Aber es hat natürlich meine Kiste insofern belastet, dass es einfach nicht mehr wirklich gut ersichtlich war. Okay, das müsste es gewesen sein. Nee, da haben wir noch was. So, aber jetzt, oder? Ja, das ist es gewesen. Wieder raus.
Da bin ich gespannt. Sind das hier die... Ach, kumanische Reiterbeinlänge. Mal gucken. Also wenn wir jetzt auf einmal hier einen neuen Modetrend auslösen für kumanische Reiterbeinlänge, dann okay. Gut. Wie machen wir weiter? Da wir in Rattay sind und ich ja die letzten Kämpfe, ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt wirklich souverän bestritten habe, habe ich mich entschlossen, mal wieder am Ritterturnier teilzunehmen. Da kann man mal wieder ganz in Ruhe einzeln gegen andere Ritter antreten, denn wir erinnern uns, wir haben ja noch den deutschen Ritter, den wir in, glaube im Wirtshaus Sarsäuer auftreiben, mit Piesel und Pebbles hier vors Bein. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wir sicherlich mit dem irgendwo in den Kampf eintreten werden müssen, und da möchte ich mich schon wieder einigermaßen gut zur Wehr setzen und ein bisschen Selbstvertrauen. Ich brauche einfach ein bisschen Selbstvertrauen jetzt hier für den guten Henry. Hat zu lange wahrscheinlich keine schweren Kämpfe mehr gehabt. Und es ist, müsste Turniertag sein. Schauen wir uns einfach mal vorbei. Und dann können wir uns da, der Hans ist wieder irgendwo beim Saufen. Ach ja, nach dem Turnier, Plan ist, mir ein neues Pferd zu besorgen. Und zwar werde ich mir ein Pferd in Neuhof besorgen. Irgendein Pferd, das auf alle Fälle viel Equipment tragen kann, viel Gewicht. Das ist für mich der Hauptaugenmerk, denn wir werden sicherlich jetzt auch in nächster Zeit relativ viel schleppen müssen, einfach nur damit wir Pribislavitz in die Gänge bekommen. Und vielleicht, wenn wir in der Ecke sind und dieses Turnier hoffentlich gewinnen, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht mal zusammen mit der guten Theresa mal wieder feiern. Ja. Herold, nicht gegen schon kochen. Reden. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? So, ich muss mal schnell schauen, ob die Lautstärke noch passt. Ich möchte am Turnier teilnehmen. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Ach Mensch, ich hätte mit Peschek noch wetten können. Ah, machen wir was anders. Zahlen, das machen wir natürlich. Peschek. Hier, bitte. Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Jawohl. Ich muss wissen, welche Waffe du willst. Wir gehen heute mal auf Kriegshammer und Schild. Wir gehen heute mal auf Langschwert. Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Bis später. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Bin auch gespannt, gegen wen wir jetzt dann heute antreten. Also spätestens im Finale. Ich rede schon vor Finale, ist natürlich noch nicht sicher, dass wir da hinkommen, aber den schwarzen Peter haben wir natürlich nicht mehr. Heinrich aus Galitz, aus dem Velo, schönen guten Abend, grüß dich. Kobilla. Und auf ihn trifft Jira aus Benneschau, genannt Bückling, der sich als Söldner verdingt. Jira aus Benneschau. Kämpfer willkommen. Ja, dann mal ein bisschen Applaus. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ja, dann los. Sammle deine Kräfte, du wirst sie brauchen. So ein Dreck. Ja, die kommen im letzten Moment doch noch. Oben links. Oben. Ah, okay, das war eine falsche Kombo. So, wieder mal eine ausgelöste Kombo, immer gut. Oben, rechts, unten, links. Ja.
Ja, das war sie. Leck mich doch! Der hält viel aus hier. Schon wenig Schaden hier. Ich muss jetzt mal irgendwie effektiver kämpfen. Natürlich schwierig mit der Plattenrüstung. Verflucht! Ja, komm. Machen wir ne. So, das müsste gewesen sein mit der ersten Runde. Gut, also Langschwert-Kombo stechen, links, unten, rechts, Langschwert-Kombo oben, rechts, unten, links, oben, rechts, unten, links, stechen, links, unten, rechts, okay. Ah, oh, mit der Axt haben wir gar keine, da haben wir keine Kombos. Müsste eigentlich, wenn er zugeschlagen hat, ist seine Aus da unten, dann müsste ich attackieren. Das muss ich auf alle Fälle auch. Mit der Axt ging schon deutlich besser, obwohl ich da eigentlich keine Erfahrung habe. Sehr gut. Heinrich aus Galitz. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, Herr Ratzig. Erreicht er die nächste Runde. Sehr gut, Runde 2 von 3. Wieder mit dem Langschwert. Ah gut, ich habe noch dieses Langschwert gewählt. Macht nichts, ich möchte vielleicht gegen den Ritter auch gegen mit Langschwert kämpfen. Also stechen links, unten, rechts. Oben, rechts, unten, links. Michael aus Janowitz, Speerträger der Herren von Sternberg. Der Herren von Sternberg. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Also merken, wenn er seine Kombos gemacht hat oder seine Schläge gemacht hat, dann ist er mit der Ausdauer unten. Dann muss ich ansetzen, weil er sich dann nicht mehr so zur Wehr setzen kann. Schlagabtausch mit Langschwertern. Gut, Langschwert üben. Ja. Na komm, lass mal erstmal rankommen hier. Was ist los? Keine Eier mehr? Oh.
Immer nicht schlecht. Okay. Hast wohl genug? Hundling! So, die ist immer gut. Die Kombo legt ihn auf den Boden. Verdammt! Kannst du nicht mehr? Doch, komm her. Das Gute am Langschwert ist natürlich wirklich die Reichweite. So, erste Runde hier. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Sieger des ersten Kampfes ist Heinrich aus Galitz. Waffenwechseln für den zweiten Kampf. Kurzschwert. Stechen links, unten, rechts. Und dann haben wir links, rechts, Stich, Stich. Links, rechts, Stich, Stich. Okay. Verdammt! Gut getroffen. So, nächste Runde, also Kurzschwert, Stich, links, rechts, links, rechts, Stich, Stich. Okay. Ah, letzte Runde jetzt, sind wir schon im Finale, oder? Okay, Langschwert war natürlich eine blöde Entscheidung von mir. Auf der anderen Seite, ich möchte eigentlich auch mal gegen Ritter im Langschwert kämpfen, aber die kommen schwer durch die Rüstung durch, natürlich. Kohlmann, aus der Wache von Herrn Hanusch von Leipa. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz. So, Herr Hanusch, gegen deine Männer. Herrn Ratzig Kobilla wünschen wir den Wettstreitern Glück. Gut. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Na dann. Oh, der hat gesessen. Oh je, hat das wehgetan? Okay, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen hier. Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Na, muss ich wirklich aufpassen. Verdammte Scheiße! Yeah.
dich doch! Okay, ich bin wieder ein bisschen mehr im Flow. Rentner, schönen guten Abend, und VTSW ebenfalls. Aber was sind die Kämpfe heutzutage für Weicheier? Damals im alten Rom gab es wenigstens noch Tode. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Es könnte interessant werden. Mit der Axt habe ich, glaube ich, Stufe 3 oder 4 erst. Da habe ich auch keine Kombos dafür, nein. Auf alle Fälle muss ich aufpassen, ja. Was ist los? Der Sieger des zweiten Kampfes ist... Ich, oder? Heinrich aus Galitz. Habe ich damit das Turnier gewonnen? Hochverehrte Edelleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Verneigen wir uns mal vom Leiper. Der ungebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz. Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Keiner, der mir zujubelt. Ich träume mittlerweile von einem größeren Turnier. Was kriegen wir denn? Hoffentlich Geld für unsere... Jetzt ist schon wieder die Fliege da. Hol dir den Preis ab. Wo ich denn ab? Am Hanusch schon, ne? Servus, Herr Hanusch. Was für ein Spektakel! Hier ist deine hart verdiente Belohnung. 400. Danke, Herr Hanusch. Und was war das andere für irgendein Rüstungsteil? Schauen wir mal rein, was war's. Ah, die Mod ist so gut hier mit der Sortierung. Schulterplatten, Leiper. 6 Kilo. Ja, jetzt sieht man es wieder schön, wie gut diese Mod ist. 20 ist also besser als meine alten Schulterplatten. Wiegen weniger, würde ich sagen, rüsten wir aus. Und die Schulterplatten hier, Platte. Tu mal in die Satteltasche. Gut. Haben wir es geschafft. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Neuhof.